Die ETH, die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ist hier sehr experimentierfreudig und hat die Potenziale von LLMs mal so richtig unter die Lupe genommen und ausgetestet und gechallenged. Das Ergebnis sehen wir hier. Ihr Fazit kann man vielleicht schon mal so resümieren. Nicht nur, die Frage wird in Zukunft nicht nur sein, wie lerne ich mit KI, sondern was kann KI über Lernende lernen? Und was da das Team der ETH mit viel Freude und Neugier herausgefunden hat, das sehen wir jetzt. Ein herzliches Willkommen gleich zum nächsten Speaker, über den ich noch eine interessante Background-Info gerne geben möchte. Und zwar wird die ETH auch mit einem eigenen Standort hier auf dem Bildungscampus in Heilbronn demnächst sein. Das freut uns natürlich sehr, das ist ein großer Mehrwert. Gefördert wird das Vorhaben von der Dieter-Schwarz-Stiftung. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt herzlich willkommen dem Mitglied des Rektorats der ETH Zürich und des ETH AI Centers, wo er eben auch Initiativen im Bereich KI und Bildung richtig toll vorantreibt. Dafür bringt er jahrzehntelange internationale Erfahrung mit, hat unter anderem 25 Jahre allein in den Staaten gearbeitet. Also kurzum, spannendes Profil, spannendes Thema. Herzlich willkommen, Gerd Kortemeier. Hallo. Hallo, lieber Gerd, herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Freut uns, dass du sie angenommen hast. Du hast alles, was du brauchst. Den Klicker übergebe ich dir und möchte ganz kurz mit einem kleinen Plausch mit dir starten, denn du hast einen interessanten Background, den ich herausgefunden habe. Und zwar bist du auch Physiker. Ja. Es braucht ja eine bestimmte Art und Weise zu denken und an Problemstellungen heranzugehen. Und wir haben gerade schon gehört, du tüftelst und experimentierst gerne. Wie hilft dir denn dein Background als Physiker dabei? Ui, da habe ich wenig drüber nachgedacht, aber ja, wir versuchen immer datenbasiert zu handeln. Das heißt, viel von dem, was wir jetzt an der ETH Zürich machen, wird parallel auch erforscht. Wir erheben Daten darüber und ja, KI oder Computer waren für uns schon immer Werkzeuge gewesen. Und meine Einstellung zu den Dingern ist, das ist ein Werkzeug, nicht mehr und nicht weniger. Und beeinflusst vielleicht auch ein bisschen, wie wir mit der Technologie umgehen. Mhm. Und wie kam es, wo war so der Initialstart zum Thema KI in der Lehre bei dir, in deinem Lebenslauf dann? Im Wesentlichen einfach, dass ich nicht glaubte, dass das nützlich sein kann. Ich hatte vor vielen Jahren mit GPT-2 rumgespielt und habe mir von dem Ding Märchen erzählen lassen. Und das war ganz unterhaltsam, so für ein paar Tage. Und dann dachte ich, naja gut, das war's dann. Und dann irgendwann kam das ganze Trara um GPT-3.5 und ich dachte, naja, so viel besser wird das auch nicht sein. Ich schmeiße da mal meinen Kurs rein und habe sämtliche Hausübungsaufgaben, Klickerfragen, sämtliche Examen von meinem Kurs da mal reingeschmissen und das Ding hätte meinen Kurs bestanden. Zwar ganz knapp, aber es hätte meinen Kurs bestanden, wenn es einfach nur um die Übungsaufgaben geht und um die Klausuraufgaben. Das hat mir dann doch schon zu denken gegeben. Dann kam dann irgendwann 4.0. Das hätte 80% der Punkte gekriegt. Und damit habe ich dann doch irgendwie angefangen, das Zeug ernster zu nehmen als vorher. Gerd, ganz kurz der Hinweis für alle, die online dazugeschaltet sind. Das hier ist ein iPad. Da sammeln wir gerne eure Fragen während der Session und bringen sie dann direkt im Anschluss an dich, werter Gerd, auf die Bühne. Tschüss und bis gleich. Viel Spaß, Gerd. Dankeschön. Ja, zwei kurze Sachen vorab. Erstens, ich weiß, ich bin das Einzige zwischen euch und eurem Mittagessen. Das ist nicht ganz so einfach. Das andere ist, ich werde mich vermutlich kaum an meine Folien halten, weil ich hatte heute Morgen schon einiges gelernt, schon einiges gehört, schon viel diskutiert und ich sehe, da sind ein paar Fragen und ich werde vermutlich ein paar Folien hier überspringen und stattdessen mal die Fragen besprechen, die heute Morgen so kamen. Aber ja, individuelle Lernassistenz, kontrollierte Kernfusion der Bildung, was um alles in der Welt meine ich damit? Ja gut, ja, natürlich Physiker, aber wieso eigentlich dieses Metapher? Das Bild des individuellen Tutors ist ja immer schon irgendwie das Leitbild gewesen, das haben wir auch heute Morgen schon mehrfach gehört. Ideal wäre es natürlich, wenn wir eine 1:1 Beziehung zwischen menschlichen Tutoren und Lernenden hätten. Und die können sich dann schön einstellen, die können den Lernfortschritt verfolgen, die können sich individuell auf die Bedürfnisse einstellen und können auch die nächsten Lektionen vorbereiten. Schön passend. Das Problem damit ist, das skaliert natürlich nicht. Und die Lösung ist dann natürlich Technologie und
Dali stellt sich das dann so vor, aus dem individuellen Tutor wird dann irgendwie so ein komischer Bot da und plötzlich funktioniert alles. So stellt sich Dali das heute vor. So hat man sich das vor 60 Jahren vorgestellt, das ist nämlich gar nicht neu. Wenn man einfach mal zurückgeht, Gordon Pask hier, 1964, da gab es mich noch nicht mal. Da ging es schon um Teaching Machines und Programming und wenn man sich das so durchliest, dann liest man vieles, was man auch heute lesen würde. Ja gut, 60 Jahre, ne? 60 Jahre hat sich einiges getan, da gehe ich jetzt nicht durch, aber es gab Computer Managed Instructional Systems, dann gab es irgendwann Computer Based Instructional Courseware, dann kam irgendwann mal das Internet auf in den 90er Jahren, da gab es natürlich haufenweise webbasierte Teaching Systeme und. Viel Arbeit in der Zwischenzeit an hybriden Systemen, wo einiges deterministisch ist. Es gab auch schon Einsatz natürlich von KI. KI ist mehr als nur Large Language Models. Es gibt noch ganz andere Zweige von KI. Da wurde fleißig dran gearbeitet und. Es gab immer wieder Erfolge in Teilgebieten, aber nach den 60 Jahren sieht Hochschullehre im Wesentlichen doch noch so aus wie das da. Das skaliert natürlich wunderschön, weil großer Hörsaal und alle Studierenden reinstopfen, bumm. Und wenn das nicht mehr reicht, dann nimmt man online dazu. Das skaliert ja schön, aber ja, das hat sich halt in 60 Jahren bisher getan. Übrigens bei uns an der ETH mal eine Umfrage gemacht, Ende letzten Semesters, wie viele Kurse setzen denn aktiv durch den Lehrenden KI ein? Da kamen dann nur gerade mal 17% bei raus, 1,7. 17%, die Studierenden hätten gerne mehr, aber ja, mal gucken, was bei der Umfrage Ende dieses Semesters rauskommt. Aber ja, viel geändert hat sich irgendwie nicht in 60 Jahren. Jetzt kommt das, warum überhaupt kontrollierte Kernfusion. Das ist auch eine ideale Lösung, aber zu jedem beliebigen Zeitpunkt ist das immer ein paar Jahrzehnte in der Zukunft. Und hier ist mal so eine Grafik, hier unten sind die Jahre von den Publikationen. Und da auf der Y-Achse ist, wie viele Jahre in der Zukunft werden wir kontrollierte Kernfusion haben? Und da sieht man ja, zu jedem beliebigen Zeitpunkt ist das ungefähr zwischen 20 und 60 Jahre in der Zukunft. Egal, wann man fragt. Na gut, gibt es eine Verteilung. Und es gab auch irgendwie so einen Zyklus. Es gab mal in den 80er Jahren Optimismus, dann gab es mal wieder Pessimismus, dann gab es mal wieder Renewed Confidence. Und ich glaube, wir sind gerade in einer Phase von Renewed Confidence. Man hat wieder Vertrauen, dass das vielleicht am Ende doch funktioniert. Gut, ich hatte versprochen, ja, genau, aber jetzt kann man mal kurz fragen. Ich möchte gern so schnell wie möglich Quantenchromodynamik lernen. Kannst du mir helfen? Und natürlich, was sagt GPT? Natürlich kann ich das. Und ja, Quantenchromodynamik ist ein Teil von der Teilchenphysik, starke Wechselwirkung, bla bla, stimmt auch alles. Ist alles richtig. Didaktisch vermutlich weniger hilfreich. Das hätte man auch einfach online lesen können. Aber ja, man hat jetzt halt plötzlich schlaue Systeme. Die können sogar Quantenchromodynamik. Gut, erste Experimente an der ETH. Dachten wir, das sollten wir auch mal zur Verfügung stellen. Ich meine, die Studierenden nutzen sowieso GPT links und rechts. Wir haben gehört, 17% der Vorlesungen nutzen es im Moment irgendwie. Aber da dachten wir, können wir da ein bisschen mehr Infrastruktur zur Verfügung stellen und haben da mal rumgespielt mit, wir nennen das Ding Ethel, wegen ETH drin. Die Nummer stimmt schon wieder nicht. Das sind inzwischen 1500 Studierende, hauptsächlich in den Grundlagenfächern Mathe und Physik. Und das Ganze ist ziemlich primitiv. Das ist einfach Retrieval Augmented Generation. Ich nehme mir irgendwelche Unterlagen, ich kaue die gut durch, ich kriege irgendein Embedding raus und dann habe ich schöne Datenbank dahinter, hol mir das raus, nehme das als Referenz. Nach den Fragen, die heute Morgen so kamen, wie machten ihr das? Also erstmal haben wir im Hintergrund noch ein kommerzielles System, das war für den größten Teil des Semesters GPT-4, ist jetzt seit kurzem GPT-4 Turbo, aber nicht direkt von OpenAI, weil uns das ein bisschen zu unsicher war. Das geht im Moment durch die Verträge, die wir mit Microsoft haben, das sind Azure Cognitive Services. Da haben wir Einfluss, auf welchen Datenzentren die rechnen und wir haben auch irgendeine zumindest vertragliche Garantie, dass die Daten nicht sonst wohin fließen. Wir haben den größten Teil des Semesters auf dem Rechenzentrum Schweiz Nord gearbeitet, das ist irgendwo bei Zürich Winterthur in der Gegend.
Im Moment rechnen wir gerade in Schweden. Wo in Schweden, weiß ich nicht. Aber zumindest wissen wir, auf welchem Rechenzentrum wir sind. Ja, und Datenhaltung ist alles lokal. Bei uns auf dem Campus stehen die Server. Das ist sehr ähnlich zu dem, was wir heute Morgen von Hawkey gehört haben. Open-Source-System bei uns auf dem Campus. Und dann gehen die Anfragen über das API an Azure Cognitive Services, kommen wieder zurück. Jetzt haben wir ganz früh heute Morgen gehört, dass die ETH doch so Tausende von H100 NVIDIA-Prozessoren hat. Das stimmt auch. Da werde ich aber gleich mal was zu erzählen, weil natürlich könnte man fragen, wieso kauft ihr das bei Microsoft? Ihr habt doch haufenweise NVIDIA-Prozessoren. Komme ich dazu. Gut, so sieht das denn aus. Explain that. Ah, okay, hier links ist ein typisches Kursskript. Bei uns häufig in Deutsch. 400 Seiten Physik-Kursskript, Physik 1-2. Geschrieben von unseren Lehrkräften und rechts ist da mal so ein Dialog, das ist einfach Retrieval Augmentation. Explain that example about waves on a rope. I don't get what that DM is about. Erstmal absichtlich mal in einer anderen Sprache gemacht, aber ja, das ist eben etwas, was so GPT allgemein nicht beantworten kann. Weil wenn ich jetzt sage, erklär doch mal das Beispiel. Ja, welches Beispiel? Was ist denn das DM da drin? Ja, weiß GPT natürlich nicht. Das Ding weiß das, weil es halt die Kursunterlagen zur Verfügung hat. Und dann geht es halt los, bla 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 bla, Term DM in the context of the wave on the rope example represents a small mass element, bla bla. Schreibt natürlich links und rechts ab. Also die Formeln, die da kommen, sind natürlich die Formeln da aus dem Lecture-Skript. Soll es ja auch sein. Das soll ja abschreiben aus dem Lecture-Skript, aber eben gezielt. Kann aber dann auch intelligentere Fragen beantworten. The V in your answer seems different from the V we got out of the partial differential equation for eta of x, t. Is that the velocity of the wave? Erstmal ist der griechische Buchstabe falsch, das ist ein Xi. Aber ist auch egal, da kann es auch drüber wegkommen. Und ja, da weiß es halt, nee, dieses V ist ein anderes V. Das eine V, von dem ich im Moment geredet habe, ist das V für rauf und runter. Und das V in dem Beispiel von der partiellen Differentialgleichung ist die Phasengeschwindigkeit. Das sind halt zwei verschiedene Vs, aber das kann das System einfach rauskriegen aus dem Lecture-Skript und aus dem Reasoning-Power, die GPT-4 nun mal hat. Gut, ja, so sieht das aus. Ist allerdings im Moment das, was auf Deutsch so schön heißt, der Erklärbär. Funktioniert super. Aber im Wesentlichen schmeißt es einem einfach nur noch mal das durchgekaute und überarbeitete und noch mal drüber nachgedachte Lecture-Skript an den Kopf. Und GPT ist halt ein wunderbarer Erklärbär. Ist natürlich auf Dauer nicht das, was wir wollen. Kann man sich überlegen. Damit das mehr wird, brauchen wir noch ein bisschen mehr. Also erstmal kommen die Anfragen natürlich normalerweise nicht so rein, sondern wenn man Mathe, Physik, Naturwissenschaften macht, ist das immer noch auf dem Blatt Papier, weil das geht halt viel, viel schneller, als das irgendwo einzutippern und irgendwelche Formeln mit Integralen oder so, bis man das erstmal getypesettet hat, das schreibt man halt auf Papier. Das heißt, was wir uns jetzt demnächst schon angefangen haben, um zu kümmern, sind, wie können wir mit mathematischen Ausarbeiten umgehen, dass wir halt direkt reinspeisen, einen Scan von handschriftlichem Gerümpel, formatives Feedback zu diesen Ausarbeitungen. Immer noch das allergrößte Problem, dass das Ding nicht einfach nur die richtige Lösung ausspuckt. Das tut es im Moment. Wenn man da irgendeine Aufgabe reintut, dann sagt das Ding, ja, deine Ausarbeitung ist falsch. Richtig ist es so und so. Da lernt man natürlich nicht so viel dabei. Also wie man das Ding davon abbringt, immer die richtige Lösung rauszuplappern, ist gar nicht so einfach. Workflow-Management, dynamische Erzeugung von Übungsaufgaben. Viele Studierende sagen uns, sie nehmen das in der Klausurvorbereitung und möchten gerne Übungsaufgaben haben. Das System sollte in der Lage sein, die zu erzeugen. Dynamische Rollenwechsel, wobei der Erklärbär eben nicht die einzige Rolle ist, sondern auch Coach, Study Buddy und solche Sachen da mit drin sein sollen. Und wir haben es eben wieder gehört, das Kennenlernen des Studierenden, Speicherung von Zusammenfassungen und diagnostischen Informationen über den Weg hinweg. Hier ist mal so ein Beispiel, da haben wir eine Thermodynamik-Klausur durchgejubelt, 252 Studierende mit 4 mehrteiligen Aufgaben, alles handschriftlich, sieht dann so aus wie rechts. Das ist halt eine typische Klausur,
alles schön mit Human Subject Research und drumherum und Informed Consent und was nicht alle. Und ja, mal das AI drauf loslassen, benote das mal. Wir sind immer noch in der Auswertung davon, aber hier mal so ein Zwischenergebnis. Das hat ermutigende und wenig ermutigende Komponenten. Wenn man sich einmal die Linear Regression Line anguckt, die ist gar nicht so schlimm, wenn man sich die Gleichung anguckt. Y ist 0,89 mal x. Das sollte idealerweise 1 sein. Das ist also, oh, Entschuldigung, ja, hier unten sind die Punkte, wie sie von den Hilfsassistierenden vergeben wurden. Hilfsassistierenden-Punkte, Punkte, die die KI vergeben hat. Und ja, die Angleichung ist halt, die Steigung ist einzig. 0,89 ist gar nicht so weit weg von 1. Das nächste ist sogar hervorragend, der Offset ist minus 0,0045, das ist 0, das sollte exakt 0 sein, aber das ist zumindest nullisch. Das heißt, das System bewertet nicht systematisch über oder unter. Das Einzige, was eine ziemliche Katastrophe ist, ist das R-Quadrat 0,648. Das ist für formatives Assessment gar nicht so schlecht. Also wenn es einfach nur darum geht, hey, ich lade meine Übungsaufgabe hoch und gib mir mal Feedback, dann ist das schon in Ordnung. Für eine Klausur natürlich nicht. Das heißt, wir könnten nicht die ganze Klausur einfach durch KI benoten lassen. Einiges davon, oder eigentlich das meiste davon, ist Handschrift. Einmal hier unten so die Achsenkriecher, was da so auf Null rumkriecht. Da konnte die KI einfach gar nicht lesen, was der Studierende geschrieben hat. Ich übrigens auch nicht. Aber man weiß ja, was da so ungefähr stehen soll. Wenn man das der KI mitgibt, was da so ungefähr stehen soll, repariert es die Antwort des Studierenden. Also das hilft nicht. Also wir haben ein Problem hier unten mit den Achsenkriechern. Und dann alles, was da oben so rumkreucht und fleucht, ist auch normalerweise Handschrifterkennung. Das ist für uns im Moment das größte Problem. Die Benotung selber ist eigentlich fantastisch gut. Die Handschrifterkennung ist es nicht. Da kann man noch am Workflow arbeiten, da kann man noch an allen möglichen anderen arbeiten, da kann man versuchen, die Studierenden über das Semester anzutrainieren, wie man schreibt, sodass die KI das verstehen kann. Aber das ist das größte Problem im Moment. Gut, dann über den Sommer hinweg, was wollen wir weitermachen? Im Moment, wenn man so einen Bot haben will, dann schickt man mir das Core-Skript und ich mache dann das Durchkauen davon oder lasse das Durchkauen, die Embeddings davon erzeugen. Das soll Self-Serve werden. Als Dozierender sage ich, hey, gib mir einen Bot, kriegt man seinen Bot und dann kann man die Dokumente da reinschmeißen. Ist das mein Rausschmeißkommando? Ah, okay. Also man kann seine Sachen da selber reinschmeißen und die werden dann durchgenudelt und machen dann die Augmentation für das Request. Übungsaufgaben, die sollten interaktiv werden. Wenn man im Moment das Ding fragt, hey, gib mir eine Übungsaufgabe, dann gibt es die Übungsaufgabe und die Lösung. Will man ja normalerweise gar nicht haben. Sondern wo wir dran arbeiten mit Computer Science ist im Moment, give me an exercise on scalar derivatives of a vector. Und dann kriegt man halt wirklich eine Aufgabe zurück. Und die kann man dann so lösen, wie man normalerweise Hausübungssystemaufgaben löst. Interaktiv und vernünftig und deterministisch. So eine JSON-Struktur wird da produziert und damit hat man dann eine Aufgabe. Dann der Erklärbär. Kriegen wir es hin, dass wir dynamisch Rollenwechsel machen oder sogar das Large Language Model zwischendrin aufwechseln, abhängig davon, wo ich im Dialog bin, mit so Triggersachen. Zum Beispiel, can you explain it to me? Ja, dann wird es wieder erklärbar. Vorher war es aber vielleicht der Coach. Also da arbeite ich im Moment mit einem Psychologiestudierenden dran, wie wir das hinkriegen, dynamisch während des Gesprächs Rollenwechsel durchzuführen. Ja, und nächstes Jahr geht es dann los. Das Large Language Model macht sich selbst ein paar Notizen darüber, wie der Lernende vorkommt. So stellt sich das DALI vor. Da sitzt die arme Studierende am Laptop und wird dauernd über die Schulter geguckt von irgendeinem Roboterfritzen da. Und der macht sich Notizen. So natürlich nicht, aber wir können uns die Dialoge angucken. Wir können die Summaries wegspeichern. Wir können erlangte Kompetenzen wegspeichern. Und die dann wieder einspeisen in den nächsten Prompt. Und die Idee, ja, Student Virtual Prompt, Twin. Ja, oder ist das Ganze mal wieder bloß viel Rummel um gar nichts? Wissen wir auch nicht. Vielleicht erinnern Sie sich an die kalte Kernfusion. Die gab es auch irgendwann mal. Hey, wir haben kalte Kernfusion. Toll. Energieproblem gelöst. War alles ein Messfehler.
Vielleicht ist dieser ganze LNM-Rummel auch bloß ein Messfehler, dann bin ich arbeitslos. Aber wer weiß, vielleicht war das viel Lärm um gar nichts. Okay, bevor ich jetzt Schluss mache, wollte ich noch eins mitgeben. Heute Morgen hat man uns gesagt, hey, ETH Zürich und EPFL, ihr habt doch all diese Rechenpower, ihr habt doch tausende von diesen H100 aufgekauft. Ja, haben wir. Das heißt, wir haben im Moment ausreichend Rechenpower, um uns ein System zu feintunen, irgendwann ein Open-Weight-Model. Wir haben genau genug Rechenpower sogar, um komplett neu ein Foundation-Model aufzubauen. Aber die Rechenpower alleine tut es nicht. Was uns am Eingang davon fehlt, ist das Material. OpenAI hat sich einfach überall bedient. Copyright gibt es nicht. Wir schmeißen da mal alles rein und rühren gut um. Und dann lassen wir das dann detoxen, irgendwo in Kenia. Und dann habt ihr halt das Modell. Also wenn man sich das mal anguckt vom ethischen Standpunkt her, wie diese Modelle, die ich so gerne nutze, wie die Modelle eigentlich erzeugt worden sind, ist das schon äußerst fraglich. Den gleichen Stunt werden wir in der Schweiz nicht durchführen. Das Problem ist aber, wo kriegen wir die Materialien her? Wo kriegen wir verlässliche mehr Lehrmaterialien her in Deutsch, Englisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch? Wo kriegen wir die her? Wo alle Rechte auch wirklich geklärt sind daran? Das heißt im Moment super Rechenleistung, aber nicht genug Input. Und das nächste Problem, was wir haben, ist, jetzt haben wir ein super Modell erzeugt und kriegen das irgendwie hin, ein super Educational Foundation Model zu haben. Wo sollen wir das dann denn laufen lassen? Weil das ist Inference. Auf den Hochleistungsrechenzentren kann man zwar Tuning machen und Training und alles Mögliche, forschungsweise im Batchbetrieb, aber um das dann wirklich in Produktion laufen zu lassen, wo kein Schwein dran gedacht hat, ist, es braucht irgendwo ein Riesenrechenzentrum, nochmal wieder mit Hunderten von H100-Karten, wo das dann tatsächlich läuft. Und wenn man mich jetzt fragt, wieso rechnet ihr bei Microsoft? Ja, Microsoft hat die. Microsoft gibt uns die Inference-Infrastructure. Wir selber haben die nicht. Das heißt im Moment nicht mal Garbage in, sondern im Wesentlichen kaum was in. Und selbst wenn wir dann Erfolg haben, wissen wir nicht, wo wir es laufen lassen können. Das ist im Moment das Problem, was wir sehen und warum wir noch bei Microsoft rechnen und nicht auf unseren tollen H100, die wir ja, wie wir heute Morgen gehört haben, haufenweise haben. Ganz vielen Dank. Das war's denn. Dankeschön. Dankeschön. Gerd Kortemeier. Gerd, du bleibst noch auf der Bühne. Darf ich dich? Ich darf nicht weglaufen. Nee. So, wir verdienen uns noch eine Runde Mittagessen hier zusammen, wir zwei. Und zwar erstens mal, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, Mikrofon schnappen, Fragen stellen. Gerd, klasse, frischer Vortrag. Da haben wir auch direkt ein paar Fragen zu. Wenn jetzt kein Handvoting ist, würden wir sonst bei den Online-Fragen auch gucken. Okay, wir geben euch noch einen Moment. Und zwar Frage an dich, Gerd, verwendet ihr, ja, zwei Fragen in die gleiche Richtung, ich fasse die mal zusammen. Verwendet ihr GPT Turbo statt 4.0 aus bestimmten Gründen? Andere Frage, wahrscheinlich sind die Daten, die er zeigt, noch von vor 4.0. Lass uns über Versionen sprechen. Oh. Okay, 4.0 haben wir uns natürlich mit beschäftigt. Interessiert uns im Moment weniger, weil also wir haben relativ selten Bedarf, uns von der Stimme von Scarlett Johansson besingen zu lassen. Das System ist nach unseren Experimenten in Sachen Naturwissenschaft, Physik, Mathematik, Programmieren dümmer geworden. Also zumindest was die Fächer angeht, die uns interessieren, ist im Moment nach unseren Experimenten, die sind nicht systematisch und das Zeug lässt sich auch nicht in die Karten gucken. Aber GPT-4o ist zwar multimodal durch und durch, aber zumindest für die textbasierten Aufgaben, die wir brauchen, scheint es nach unseren Experimenten schlechter zu sein. Ich hoffe, das ist nicht die Richtung, in die sich OpenAI bewegen wird. Es ist zwar schön, die Stimme von Scarlett Johansson zu haben, aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen, dass das Ding rechnen kann und reasoning kann. Fragen aus dem Publikum, da vorne bitte schön. Einmal das Mikrofon hier in die erste Reihe. Oder gut, wir bringen es gleich nach vorne. Ach so, ja, okay. Danke schön für den tollen Vortrag. Ich habe eine Frage zur Handschrift. Zur Handschrift.
Werden wir auf Dauer noch Studierende haben, die überhaupt handschriftlich schreiben können? Ja. Beziehungsweise, wir haben heute schon das Problem, dass das, auch wenn man sich so anschaut, wie die Geschwindigkeit beim Schreiben ist, dass schon Schüler und Schülerinnen, die malen ja einzelne Buchstaben. So, das heißt, also Klausuren müsstest du dann doppelt zur Klausurzeit haben, damit die Buchstaben gemalt werden können, die du dann hinterher auch nicht lesen kannst, weil das handschriftliche Schreiben ja immer weniger Teil unseres Lebens wird. So, das heißt, müssen wir uns da eigentlich schon auf ganz neue Geschichtchen einstellen und ist dann OCR, Optical Character Recognition, schon gar kein Thema mehr? Ich glaube, das kommt, also es ist eine sehr gute Frage, danke. Vielen Dank. Das kommt, glaube ich, darauf an, worum es sich handelt. Dass jemand einen handschriftlichen Aufsatz schreibt oder ein Essay schreibt, ich glaube, die Kunst geht verloren. Wir haben schon Studierende, die kriegen sehnenscheidende Entzündung und Handschmerzen und alles Mögliche, weil sie gar nicht mehr richtig normal schreiben können. Das beobachten wir auch. Bei uns geht es hauptsächlich um die Herleitungen. Das sind sehr viel weniger Buchstaben, das sind aber Integrale, Brüche, Tensoren, was weiß ich nicht alles. Das sind Druckbuchstaben. Und das geht am Computer noch viel, viel, viel zu langsam. Wenn das eine Klausur ist und man sich da hinstellen müsste und das alles noch in einem Computer-Algebra-System-kompatiblen Mode eintippen müsste, würden die Studierenden vermutlich daran hängen bleiben. Also ich glaube, wir haben so eine kleine Insel, wo Handschrift noch existiert. Druckbuchstaben, sehr wenige davon, aber in einem zweidimensionalen Layout einer Formel. Und da wissen wir im Moment, wie wir nicht drumherum kommen können. Was wir sehen ist, die Handschrift wird noch katastrophaler, wenn die Studierenden Tablets verwenden. Das ist für uns der Albtraum, weil dann wird die Schrift krakeliger, da fehlt der Widerstand vom Papier. Dann kommen auch alle möglichen Zierelemente da drumherum. Also im Moment haben wir mehr Erfolg, wenn der Studierende sich ein Blatt Papier auf die Knie legt und ein Foto macht mit einem Cellphone und das einreicht. Das kriegen wir hin. Wenn das aus irgendeinem Microsoft-Tablet rauskommt, wo dann noch irgendwie die Aufgabe da reingepastet ist und die krackeln da rum und malen da rum, dann kriegen wir es nicht mehr hin. Das heißt, im Moment sind wir mit Papier besser dran, als mit den Tablets, zumindest vom Erkennungserfolg her. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber ja. Ja. Dankeschön, Doris, für die Frage. Und hier vorne einmal kurz den Namen. Ja, Tobias Haase. Auch vielen Dank für den Vortrag. Mich würde interessieren, KI beeinflusst jetzt nicht nur die Studierenden, sondern auch die ganze Universität als Organisation. Sind wir schon so weit, dass man sagen könnte, es braucht eine KI-Strategie oder welche Abteilungen der Universität sind davon betroffen und wie geht man damit am besten um? Ja, das hat sich unerwarteterweise für uns ausgeweitet. Wir hatten Essel geschrieben als reinen Teaching-Bot und dann die erste Frage, die wir kriegen, ist von unserer Rechtsabteilung, ob wir da nicht mal unsere gesamten 500 irgendwas mehrseitigen Regularien reinschmeißen könnten. Haben wir natürlich gemacht. Funktioniert sogar. Antwortet im Moment noch als Essel. Ich bin ein Hilfsassistierender, aber ja, also die Rechtsabteilung hat ihre Regularien da drin. Dann kam unsere IT-Abteilung und sagt, hey, können wir da nicht unsere ganzen IT-Support-Dinger reinschmeißen? Wie drucke ich was? Wie schließe ich mich ans WLAN an? Wie schicke ich eine Massen-E-Mail? Bla, 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 haben wir natürlich auch gemacht. Funktioniert auch. Dann kriegen wir von unserer HR-Abteilung, oh, wir haben diesen Leadership-Kurs, der braucht einen Coach. Können wir nicht mal gucken, ob Ethel nicht auch ein Coach für unseren Leadership-Kurs im Human Resources sein kann? Probieren wir auch. Ist da eine große Strategie dahinter? Weiß ich nicht. Besteht da Interesse aus verschiedenen Schulleitungsbereichen? Offensichtlich, weil wir experimentieren jetzt auch damit rum. Das heißt, irgendwann so eine IT, so eine Infrastruktur, Ethel as a Service, auch für die anderen Abteilungen der Hochschule, ist durchaus denkbar. Ich schreibe gerade einen wunderschönen Schulleitungsantrag. Gucken, ob wir die Gelder dafür kriegen. So, ich schau mal, gibt es noch eine Frage von euch? Okay, dann schauen wir uns noch eine an, die hier reingekommen ist im Chat. Man kann ja jedes LLM so prompten, dass es erstmal iterativ eine oder mehrere Aufgaben, MC-Fragen stellt, auf die Antworten wartet und dann die nächste Frage stellt und erst am Ende eine Antwort gibt und bei Fehlern Feedback zur Verbesserung. Vielleicht, Frage, wäre es sinnvoller, einen gesonderten Übungsbot zu erstellen, der entsprechend so eingestellt ist?
Wäre sicherlich sinnvoll. Man muss gucken, in welcher Situation. Ich meine, unser Bot steht da und GPT-4 ist einen Mausklick weg. Das heißt, wenn das Ding jederzeit übertrieben pädagogisch daherkommt, ich stelle dem Ding eine Frage, kriege eine Gegenfrage. Stelle noch eine Frage, kriege eine Gegenfrage. Das kann man natürlich machen, aber irgendwann nervt das. Und ich meine, wir haben keine Captive Audience. Wenn ich die Leute bei mir im Labor hatte oder in Tutorials oder so, die konnten mir nicht so einfach weglaufen. Online, wenn ich denen eine Gegenfrage stelle, so nach dem Motto, wie funktioniert das Gerät hier? Und ich dann nachfrage, ja, hast du mal dies probiert oder wie soll das funktionieren oder so mit Gegenfrage, die können nicht weglaufen. Die anderen Systeme sind einen Mausklick weg. Also wir müssen uns schon ein bisschen überlegen, dass das Ding nicht anfängt zu nerven. Aber ja, man kann das machen und das ist auch sicherlich manchmal notwendig. Ein Feedback, was wir bei Essel gekriegt haben, ist, das wirft mir sofort die Definitionen aus dem Lecture-Skript entgegen, aber die habe ich ja gerade eben nicht verstanden. Das heißt, dass es ein bisschen allgemeiner anfangen kann oder auch eine Kritik von den Studierenden, die wir sehr ernst nehmen müssen. Ihr gebt uns jetzt als Hochschule all diese Werkzeuge für umsonst und ihr macht noch Training und in der Klausur sitze ich alleine da. Also da müssen wir auch gucken, dass das Ding ein bisschen besser lernt und wir müssen uns auch die Klausuren überlegen. Vielleicht müssen wir die in der Hälfte durchhauen. Die erste Hälfte ist handschriftlich, die zweite Hälfte ist Ethel's your buddy, go for it. Da müssen wir uns auch was überlegen, wie wir Klausuren anpassen müssen der Realität, dass diese Systeme nicht weggehen werden und wir sie ja auch aktiv anbieten. Also ich meine, es ist blöd. Hier ist Essel, die hilft euch. Oh, Klausur. Ihr sitzt da alleine mit einem Bleistift und einem Papier. Muss man sich auch irgendwann mal überlegen. Gerz, dürfen wir darauf hoffen, wenn du aus Zürich vielleicht extra angereist bist, dass du den Tag bei uns noch nutzt, uns als Sparringspartner vielleicht beim Käffchen zur Verfügung zu stehen? Kann noch ein bisschen da sein, aber irgendwie muss ich auch wieder nach Zürich zurück. Ich war neulich bei einem Workshop in Bayern, da hat es mich 10 Stunden gebraucht, um zurückzukommen. Ich muss mal gucken, was die Bahn gerade macht. Ich denke, ich muss irgendwann früher heute weg. Aber ich bin erstmal noch ein bisschen da. Okay, dann sagen wir vielen herzlichen Dank, Gerd Kortemeier. Darf ich dir erst abnehmen?